Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake. Ja, wir waren ja hier bei Barney gewesen. Der wollte für uns die beste rote Beete ernten, die er hat, damit wir rote Farbe für Donald haben. Mal gucken, hat er jetzt geerntet? Hi Ximena, ich habe die rote Beete jetzt geerntet. Sie haben das schönste Rot, das du je gesehen hast. Ich habe sie schon für dich gepresst. Die Farbe ist also fertig für dich. Ich bin mir sicher, dass der Schneider sehr zufrieden sein wird. Ja, prima, super, dankeschön. Dann mal wieder zurück nach Silverglade rein zu Donald. Ich hoffe auch, dass er zufrieden sein wird mit uns, beziehungsweise vor allem mit der roten Farbe. Und keine Ahnung, ob er jetzt dann endlich alles zusammen hat, was er braucht, um die Weste herzustellen. Alle Farben, die er braucht. Ich bin ja ehrlich gespannt, wie bunt soll das bitte werden? Also, wir haben jetzt Blau und Rot und Pink und... Wahnsinn, was haben wir noch? Haben wir noch was oder müssen wir noch was besorgen? Ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Das ist zu viel Farbe auf einmal. Aber gut, wir werden es erfahren. Jetzt erstmal rein zu Donald, mal schauen, was er sagt. Ja. Hallo Felix, zu dir wollen wir nicht. Wir wollen hier hoch zu Donald. Und da ist er schon. Vielen Dank, Ximena. So ein schönes Rot. Es ist noch schöner, als ich erwartet habe. Barneys rote Beete sind die besten. Ja, das freut mich. Ach nein, guck hier, da geht's weiter. Grün wie ein neidischer Druide und die geheime Zutat. Na gut. Jetzt brauche ich grüne Farbe für deine Weste. Früher ist die alte Frau Hulzwitz aus Murland immer hergekommen, um Farbe aus Büschen zu machen. Sie kennt eine bestimmte Methode, die Blätter mit Olivenöl zu kochen, um daraus Farbe zu machen. Frag sie, wie man das macht. Vergiss nicht, Olivenöl von Harold zu bekommen. Olivenöl von Harold? Harold. Tja, Harold? Wer war Harold? War das hier der Bäcker? Oder wer war Harold? Oh Gott. Hier ist Harold, aber... Der will jetzt gerade nichts von uns. Moment, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Also wir müssen wahrscheinlich jetzt nach Murland, oder? Wir gucken mal. Wir lassen uns mal abholen. Ich wohne ja in Murland. Da ist es ja ein bisschen einfacher, sonst wäre ich jetzt eigentlich mit euch geritten. Aber da ich jetzt etwas planlos bin, gucken wir mal, ob wir jetzt zu Frau Hülzwils, wie auch immer müssen. Mal gucken. Aber wahrscheinlich schickt die uns jetzt gleich wieder weg, weil... Weiß ich nicht. Da leuchtet auch nichts. Nee, doch. Okay, aber man sieht es nicht auf der Karte. Na gut, okay. Dann sind wir ja hier richtig, das beruhigt mich. Hallo Ximena, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Grüne Farbe, natürlich. Die Büsche in Moorland haben schöne, große Blätter, die ich zu Farbe kochen kann. Meine Geheimzutat ist Olivenöl. Ja, und jetzt? Hallo? Was macht ihr hier heute mit mir? Wo müssen wir denn jetzt hin? Tierarzt, was leuchtet denn da jetzt in... Müssen wir jetzt wieder nach Silverglade? Also laufend haben wir nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Silverglade. Gut, dann, ja, entern wir den Transporter. Was ist das für eine Chaosfolge? Hilfe! Und, fahren wieder rüber nach Silverglade und gucken mal, ob wir jetzt dann mit Harold sprechen können. Und wie es jetzt hier weitergeht. Was für ein Hin und Her, was für ein Chaos. Na gut. Aber macht ja nichts. Wir sind ja flexibel und ja, fahren dann eben kreuz und quer durch Jorvik. Was soll's, was soll's. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe gesehen, die Tierärztin will auch schon wieder irgendwas, aber jetzt müssen wir uns erstmal um die Farbe kümmern, bevor wir uns wieder mit der Tierärztin und den Igelchen vielleicht auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt da um die Igelchen geht, aber mal sehen. So, mal gucken, wer leuchtet denn jetzt hier? Harold immer noch nicht. Jetzt mal nochmal zu Donald. Aha, aber da war ja eben auch schon was, oder? Frau Hulzwitz hat eine geheime Zutat, die ihr dazu verhilft, ein besonders grünes Färbemittel herzustellen. Wir alle wissen, dass es sich um Olivenöl handelt. Also besorg ein wenig Olivenöl von Harold. Er steht beim Brunnen in der Mitte des Dorfes. Bring das Öl dann zu Frau Hulzwitz. Okay, dann jetzt zu Harold. Mano. Und das Olivenöl geholt. Und dann nochmal zu Frau Hulzwitz. Ja, na gut. Natürlich habe ich das Olivenöl für Frau Hulzwitz. Ja, gib's her.
Bitte schön, Ximena, das ist eine Flasche unseres besten Olivenöls. Bring es zu Frau Hulswils, pass aber auf, dass du die Flasche nicht fallen lässt. Sie sind sehr rutschig. Okay, ja, dann machen wir das so wie eben. Wir lassen uns wieder abholen, dann sind wir wieder in Moorland. Also irgendwie war das jetzt Chaos, oder? Egal. Naja, dann mal sehen, ob sie jetzt dann diese grüne Farbe da herstellen kann. Klug wäre es ja wahrscheinlich gewesen, beide Quests dann bei, oder beide Aufgaben bei Donald direkt anzunehmen. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Also was soll's. Sind wir eben zweimal hin und her. So, da wird sie sich freuen, dass sie uns schon wieder zu Gesicht bekommt. Hoffe ich zumindest. Hi. Oh, vielen Dank, Ximena. Das ist perfekt, um die grüne Farbe zu machen. Ja, schön. Die Büsche haben normalerweise ein Blatt, das grüner ist als alle anderen. Finde dieses Blatt und pflücke es. Pflücke ein Dutzend dieser Blätter von den Büschen. Nachdem du sie mir gegeben hast, kann ich anfangen, die Farbe zu machen. Sie wird genauso schön wie die, die die Bewahrer Aydins für ihre Kleidung benutzen. Pflücke 12 große Blätter, grüne große Blätter. Okay, Blätter, Blätter. Gut, wir pflücken. Es glitzert hier eigentlich überall, aber wir brauchen ja auch ein bisschen was, ne? 12 Blätter ist ja jetzt nicht so wenig. So, mal gucken. Da noch. Da glitzert es auch. So. Und hier. Was glitzert denn hier? Hier ist doch gar kein Busch. Aber es glitzert. Da war wohl angeblich ein grünes Blatt. Na gut. Hier ist auch noch ein Busch mit Blättern. Hier drüben habe ich auch was gesehen. Ja. Haben wir schon 8. Und hier vorne geht es weiter. Also keine Not, was die Blätter betrifft. Sehr schön. Einmal, zweimal. Da haben wir Nummer 11 und hier sollten wir jetzt Nummer 12 ernten können. Gut, dann wieder zurück zu Frau Hulswils. Das ist echt gemein, dass ich diesen Namen jetzt so häufig hier aussprechen muss und ich verknote mich doch immer so schön dabei. Aber gut. Vielen Dank, Ximena. Ich fange jetzt an, die Farbe zu machen. Sie wird morgen fertig sein. Komm dann wieder. Wert, um darauf zu warten? Während ich die Farbe mache, solltest du zum Schmied Konrad reiten. Ich habe gehört, dass er seit langem an etwas für dich gearbeitet hat, was jetzt fertig ist. Hey, cool. Oh, cool. Ja. Gerne. Machen wir. Wir kommen dann morgen wegen der Farbe wieder. Tschüss. Schnell zu Konrad. Das sieht nach Hufeisen aus. Bekommen wir vielleicht mal Hufeisen hier für den kleinen Flügel. Dann wird er noch schneller, als er eh schon ist. Hust. Egal. Aber wir lieben ihn ja so, wie er ist. Auch so langsam, wie er ist. Er ist eben ein kleines Pony. Wobei das ja gar nicht so richtig ist. In Wirklichkeit sind Ponys ganz schön schnell zum Teil. Und gerade die Welschponys, die sind echt flott. So, aber egal. Wie gesagt, Konrad. Ximena, du kommst genau im richtigen Moment. Ich bin endlich mit den Hufeisen fertig, die ich dir versprochen hatte. Sie sehen toll aus. Nimm sie und benutze sie mit deinem wunderschönen Pferd Mini-Wings. Dankeschön. Ah, cool. Was sind das jetzt für welche? Das sind jetzt welche mit Stärke, Geschwindigkeit, Disziplin, Agilität, beides, alles plus 1. Jawohl. Genau, die wollen wir nicht verkaufen, auch wenn der Verkaufspreis 130 Schillinge wären. Aber das sind Aydins Runner. So, die packen wir doch jetzt gleich mal drauf. Jetzt haben wir hier die Anfangsausrüstung. Ach komm, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Zack, weg damit. Ja, super. Ja. Was machen wir denn jetzt noch? Fort Pinter? Nee, machen wir nicht. Silverglade? Sollen wir noch mal eben zur Tierärztin düsen oder sollen wir mal zu Mali gehen? Mit der Hoffnung, da vielleicht mal die Rennen jetzt zu kriegen. Wir gehen mal zu Mali. Na? Auf zum Transporter. Hilft ja alles nichts. Na? Wieder zu Steve. Da waren wir ja schon voll die Tierärztin. Naja, aber die Tierärztin schickt uns vielleicht wieder zurück zu den Igelchen, ne? Aber auf der anderen Seite kommen wir an ihr vorbei. Und bei den Igeln waren wir ja erst. Vielleicht müssen wir jetzt auch nur berichten. Ich habe keine Ahnung. Nein, wir machen die Tierärztin jetzt nicht. Wir machen jetzt... Wir gucken mal, was Marley hat. Da hatten wir ja letztens die Kleidung besorgt, damit er... Ja, für seine Shops genug zu verkaufen hat, wenn die Touristen alle angestürmt kommen und bei ihm einkaufen wollen. Und ich hoffe ja, dass wir da mal jetzt die Rennen bekommen. Na, so langsam, es wird ja immer mehr, aber da unten fehlt es mir noch. Wow, Hilfe, Shia von vorne. Arme kleinen Mini-Wings, nicht über den Haufen rennen hier. So, ich würde sagen, wir sind mal wieder todesmutig und stürzen uns hier den Berg runter.
Yay, ach guck mal, und diesmal hat es einwandfrei geklappt. Na siehste, geht doch. Hallo Marley, wir sind's mal wieder. Weißt du was, Ximena? Wir sind fast fertig. Es hat lange gedauert, aber meine Koppel kann endlich eröffnet werden. Wir haben nur noch eine Sache zu erledigen. Mein Bruder muss kommen, um die Koppel freizugeben. Kannst du bitte zum Weingut reiten und ihm Bescheid sagen? Vielen Dank, Ximena. Das hätte ich ohne dich nie geschafft. Reite zum Weingut und sprich mit Connie. Na klar, das machen wir. Da düsen wir doch hier einfach querfeldein und hüpfen hier vorne über den Zaun. Und dann sind wir ja auch schon fast beim Weingut angekommen. Das geht ja recht flott von hier. So, und dann sieht es ja tatsächlich so aus, als würden wir dieses Rennen dann mal bekommen. Oder diese Rennen, es sind ja zwei. Wäre ja schon schön. Na, kann ich gut gebrauchen für Level-Streams mit euch. So, mal schauen. Na, kleiner Flügel, du hast ja jetzt die tollen Hufeisen, die IDs Runner unter den Füßen. Also komm, jetzt müsstest du ja eigentlich hier fliegen, ne? Also, von daher, zeig mal, was du kannst. Und da ist auch schon Corny. Mal gucken, ob er jetzt Zeit hat oder ob er uns wieder vertröstet auf keine Ahnung wann. Du willst, dass ich eine Inspektion vornehme? Ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet, denn ich werde euch keine Sonderbehandlung geben, nur weil Marley mein Bruder ist. Er sollte mir gegenüber ein wenig mehr Respekt zeigen. Immerhin bin ich sein großer Bruder. Wenn ich auch nur den kleinsten Fehler finde, werde ich diese Koppel dicht machen. Wow. Na okay. Ja, gut. Ist er jetzt... wo bin ich denn jetzt? Hier, Marley. Okay, also wir müssen wieder zurück zu Marley. Oh, wow. Also unter Geschwistern so streng. Na gut. Oh, die Baroness hat auch was. Na gut. Also über Langeweile kann ich mich hier wirklich gerade nicht beklagen, was die Quests betrifft. Wir haben noch einiges zu tun und es wird ja auch noch immer mehr werden. Wir sind ja auch erst Level 11 hier. Also, ja. Überall leuchten gelbe Ausrufungszeichen und warten darauf, erledigt und angegriffen zu werden. Aber gut, Stück für Stück werden wir uns durchkämpfen. Jetzt geht's erstmal wieder zurück zu Marley. Mal gucken, ob Kani tatsächlich zufrieden war mit der Koppel. Also, ich hoffe ja mal, dass da nichts zu meckern war. Ach komm, wir springen hier wieder über den Zaun. Das hat ja eben ganz gut geklappt. Wahrscheinlich klappt es jetzt nicht. Doch. Na schau. Der kleine Flügel. So. Marley, wie war's? War schon was? Ximena, komm her und schau. Was denkst du? Wir haben jetzt offiziell eröffnet. Mein Bruder hat alles mit einer Lupe untersucht, konnte aber keinen Fehler finden. Ich möchte, dass du die Ehre hast, die erste Runde auf der Koppel zu reiten. Nimm Mini-Wings und probier es aus. Viel Erfolg, du bist die Beste. Nimm an dem Wettbewerb teil, machen wir gerne und wir bekommen schon wieder was. Yay, ein Reithelm, so wie ich das gesehen habe. Dann wollen wir doch mal. Los, Kleiner. Haben wir das hier nicht schon mal ausprobiert zwischendrin? Und dann war es aber irgendwie alles nicht fertig und hat nicht gereicht und... Ach ja, na gut. So. Das macht der kleine Flügel doch richtig, richtig klasse hier. Das sind bestimmt die neuen Hufeisen, die Konrad uns geschmiedet hat. Die IDs Runner. Was für ein Name. So, und hier noch rüber. Und dann noch eine Runde. Und dann mal sehen, ob Marley mit unserem Ergebnis zufrieden ist. Hopp. Und nochmal. Oh, und die letzten beiden Hindernisse? Das lief ja richtig gut, oder? Habe ich jetzt schon wieder zu laut geschrien? Nein, auch diesmal... Oder auch? Nein, diesmal ohne Fail hier durch. Na gut, eine Minute, klar, mit dem Pony geht das nicht so schnell. Aber macht ja nichts. Wir sind ja nicht auf der Flucht, wir leveln ja nur ein bisschen. Beziehungsweise, jetzt ging es ja erstmal um die Eröffnung. So, Marley. Brillant, brillant, Ximena. Du bist eine wirklich gute Reiterin. Hab vielen Dank für all deine Hilfe. Ich möchte dir dieses Geschenk überreichen. Du hast es wirklich verdient. Komm zurück, wann immer du willst, um mit Mini-Wings hier zu reiten. Wir sehen uns bald. Ja, super. Damit haben wir das Rennen bei Marley. Zumindest die erste Strecke. Das ist super. Und ja, und damit ist auch diese Folge hier zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ach, wartet, wir müssen noch gucken. Wir haben doch noch den Helm gekriegt. Ja, guck mal hier wieder. Fail. Ich habe ja... meinen Hut ausgeblendet. Den machen wir jetzt erstmal... Nein, nicht die rotierende Minikarte, den Hut. So, da haben wir den Originalhut, den ich gerade trage. Und was haben wir jetzt bekommen? Marleys Helm.
Du hast diesen Helm von Marley bekommen, als Dank dafür, dass du ihm mit seiner Koppel geholfen hast. Reiten plus 4, Springen plus 3, Pflege plus 2. Wow, der ist richtig gut. Den setzen wir doch mal auf. Ich meine, klar, der Hut, der Westernhut sieht schöner aus, aber der hier ist ja von den Werten klasse, was natürlich, also im Vergleich zum Westernhut, was natürlich gerade echt ganz gut ist. Ja, ihr Lieben, das war's dann. Wir sehen uns aber nachher nochmal zu einer Update-Folge und mal gucken, was wir heute noch so machen. Ob es ein Kaufvideo gibt oder vielleicht einen Kaufstream, ich weiß es noch nicht. Wir werden das spontan entscheiden, je nachdem, wann die Server offen sind. Denn diese Folge hier, die nehme ich ja jetzt am Dienstag auf für Mittwoch und weiß ja noch gar nicht, wie schnell Star Stable da vonstatten, wie das alles vonstatten geht und wie flott Star Stable ist. So, ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Folge. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin. Ciao.